Hallo, dieses Video handelt über den natürlichen Logarithmus, insbesondere die Grundlagen. Das wird eigentlich in der Schule gar nicht so richtig besprochen, aber nachher im Studium gefordert. Wir führen erst die Rechenregeln ein, dann schauen wir uns die Funktion mal an und dann lösen wir Exponentialgleichungen. Viel Spaß bei diesem Video. Eigenschaften von lnx, Regeln und der Graph. Also erstmal, ln e ist sowieso erstmal 1. Das finden wir auf dem Graphen hier. Das heißt also hier 2,71. Da an dieser Stelle finden wir dann die 1 bei etwa 2,71. ln 1 ist 0. Das ist nützlich, wenn man Nullstellen bestimmen soll vom logarithmischen Funktion. Da muss in der Klammer natürlich dann eine 1 vorkommen. Dann ln e hoch x ist gleich x. Das ergibt sich eigentlich dann später aus den folgenden Regeln. Oder e hoch ln x gleich x. Das ist dann sozusagen Funktion mit Umkehrfunktion. Dann habe ich hier noch eine Produktregel. Ln a mal b gleich ln a plus ln b. Und eine Potenzregel, ln a hoch b ist b mal ln a, gilt allerdings nur, wenn a größer 0 ist. Für a gleich 0 kann ich ja nichts machen, denn die Exponentialfunktion könnte ja hier auch ein negatives a haben da drin. Und dann müsste das b eine gerade Zahl sein und dann gäbe es eigentlich Probleme. Ich sage dazu immer, ich ziehe das b hier nach vorne als Potenzrechenregel. So, schauen wir uns dann mal an. Bei der Kurvendiskussion sehen wir, lnx ist streng monoton steigend und stetig über den Bereich von 0 bis unendlich. Allerdings natürlich offenes Intervall, weil die 0 war ja nicht drin. Ich habe hier eine Polstelle bei x gleich 0. So, die Ableitung von ln x ist 1 durch x. Integral von ln x ist x mal ln x minus x. Alle anderen Logarithmen unterscheiden sich von ln x nur durch einen Vorfaktor. Es genügt also, einen Logarithmus zu betrachten. Die Umkehrfunktion von ln x ist e hoch x. Und wir haben vielfache Anwendungen in der Statistik und den Naturwissenschaften, die wir hier alle auseinanderklamüsern können. Lösen wir zunächst mal eine kleine Logarithmengleichung. Ln x plus 1 gleich 2. Da mache ich e hoch auf beiden Seiten. Das heißt also, es steht dann da. E hoch ln x plus 1 gleich e hoch 2. Ja, e gegen ln fällt sozusagen gegeneinander weg. Das heißt, was ich habe hier dann stehen, x plus 1 gleich e hoch 2. Dann ziehe ich ab und dann habe ich x gleich e hoch 2 minus 1 und prüfe das dann im Ergebnis. Und da kommt raus ln e hoch 2 minus 1 plus 1, das ist natürlich ln e Quadrat. Und da weiß ich ja, das ist ja 2 mal ln e und ln e ist 1, kommt also 2 raus und passt also, sollte ja auch 2 rauskommen. Schauen wir uns die nächste Aufgabe an. Ln 2x minus 5 gleich minus 2. Wieder eine negative Zahl als Ergebnis hier. Machen wir trotzdem e hoch auf beiden Seiten. E hoch ln 2x minus 5 gleich e hoch minus 2. Ja, und dann fällt e gegen ln sozusagen gegeneinander weg. Das ist ja diese vierte Regel. Und dann weiß ich 2x minus 5 gleich e hoch minus 2. Zähle ich 5 dazu. Dann habe ich 2x gleich e hoch minus 2 plus 5. Teile das dann durch 2.
Dann habe ich x gleich e hoch minus 2 plus 5 durch 2. Kann ich natürlich jetzt in den Taschenrechner eingeben. Denke ich, das schafft jeder. Hat Ihnen dieses Video gefallen? Fehlt Ihnen etwas daran? Oder was könnte man ohne großen Aufwand besser machen? Falls Sie mehr davon sehen möchten, lassen Sie ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.